Hallo und herzlich willkommen zu den Best Caps der Woche mit der 16. Folge. Und ja, heute zeige ich euch wieder die 5 besten Apps der Woche. Was für eine Überraschung. Und ja, ich habe euch 2 kostenpflichtige und 3 kostenlose rausgesucht. Habe ich euch mal versprochen, dass es diesmal 3 kostenlose gibt. Und ja, das ist hier die erste App. Und zwar heißt die Badland, also schlechtes Land. Und hier fliegen wir dieses komische Ungeheuer hier. Und das machen wir immer, indem wir auf den Bildschirm tippen. Und jetzt kommen hier zum Beispiel diese Kügelchen, die dieses Ungeheuer viel größer machen. Und es ist gleich viel beschwerlicher, irgendwie hier durchzukommen. Und ich finde die Atmosphäre an dem Spiel ist einfach richtig geil. Also ich weiß nicht, ob ihr das den Ton, das ist einfach richtig gut vertont. Und ich finde die Atmosphäre einfach mega geil. Auch mit diesem Hintergrund und dann diesem schwarzen Vordergrund, Unterhintergrund. Ist einfach richtig genial, finde ich. Und das Ziel ist es immer, mit diesem kleinen Ungeheuer diese Level zu bestehen. Und man darf halt nicht aus dem Bildschirm geraten. Das ist halt das Ziel, wir müssen halt bis zum Ende kommen. Was teilweise echt ganz schön schwierig ist, weil gerade wenn er so groß ist, finde ich, ist es ziemlich schwer, den richtig zu steuern. So, jetzt so die Größe ist ja schon angenehm. Und es ist auch wirklich interaktiv, hier fällt immer irgendwie was runter. Also finde ich wirklich gut gemacht. Jetzt sind wir wieder ziemlich klein. Ja, und da das weiße Rohr, das ist das Ende. Und dann geht das auch so gleich weiter zum nächsten Level über. Das ist einfach wirklich cool. Ich bin jetzt noch relativ am Anfang, wie das ja meistens ist, wenn ich euch die App zeige. Das fängt das hier einfach wieder so an. Das ist wirklich so ein laufender Übergang ohne irgendein Menü. Und das finde ich wirklich richtig gut, weil ich das ja gerade, aber das sage ich immer wieder, schlicht mag. Und jetzt habe ich noch einen zweiten. Also das ist das Neue. Das finde ich auch interessant dann. Jetzt haben wir den einen schon wieder verloren. Also sozusagen hatten wir jetzt noch ein zweites Leben, wenn der eine stirbt. Und da fällt einfach mal was runter und jetzt habe ich hier wieder einen neuen Kollegen. Schon ziemlich cool gemacht und da oben warten schon wieder welche. Wow. Boah. Und es wirkt sich halt immer alles auf beide aus. Und ja, so stelle ich mir das vor, das geht immer weiter so. Jetzt sind das ja hier gerade wirklich nur so ein paar Sachen. Größer, kleiner werden, noch welche dazu bekommen. Aber jetzt ist es, das wird immer mehr werden mit dem, im Laufe des Spiels. Einfach richtig cool gemacht. Und ja, jetzt schon wieder beim nächsten Level. Und das war's zu der App Badland. Diese ist kostenlos im Play Store erhältlich. Also wirklich eine super Sache dafür, dass es kostenlos ist. So, jetzt sind wir bei der App Dead Ahead. Und das reimt sich schon, deswegen ja, finde ich es auch einfach goldig. Und wir können es glatt mal auf Deutsch stellen. Und ja, das ist so eine, wie soll ich sagen, es ist so Jump and Run, würde ich jetzt mal sagen. Und wir können halt hier, also das Grundprinzip ist eigentlich, dass man vor Zombies davonfahren muss. Und dazu, das macht man auf so einem Bike und da kann man sich natürlich immer wieder neue Bikes kaufen. Und ja, ich habe jetzt hier schon richtig viel Geld, wie ihr seht, 5 Millionen, also ich kann mir wirklich alles leisten. Kaufe ich mir das mal, upgrade ich ein bisschen. Man kann es auch noch bemalen. Ja. Nee.
schwarzen Helm finde ich gut. So, und die Farbe. Ja, grün. Und dann mache ich das Bike auch grün. Nein. Ah, das hätten sie ein bisschen besser machen können hier mit der Farbe. So. Jetzt wollen wir das wählen. Und bei den Waffen können wir uns auch andere Waffen kaufen. Ich habe aber noch nicht alles freigeschaltet hier. So, und dann können wir mal spielen. Ach, wir können auch den Ort auswählen. So. Und dann lass uns jetzt mal spielen. Ja, lass uns mal einen anderen Ort hier nehmen. So, und dann geht das los. Also man kann hier wirklich alles verstellen. Und wir können natürlich auch noch Power-Ups hier dazu leisten. Und dann geht das hier schon mal richtig ab. Und wir können halt hier immer so... Und ihr seht schon, wie heftig schnell die sind. Und schon nur wenn dich einer antickt, hat man halt verloren. Und wir können das gleich nochmal von vorne spielen. Das ist einfach richtig cool gemacht. Wir spielen das jetzt natürlich auch ein bisschen... Oh, ich hasse das, ne? Immer wenn ich hier Aufnahmen mache, dann bin ich irgendwie... generell schlecht. Also wir können ihn jetzt hier steuern und wir müssen natürlich verhindern, dass wir gegen sowas fahren. Gegen sowas. Machen wir Second Chance. Ich glaube, ich bin nochmal auf der anderen Welt. Die ist mir noch zu heftig hier. Werkstatt. Den Ort wechseln wir wieder auf. Wald, weil da ist ein bisschen einfacher. Sonst haben wir wieder das Gleiche. So, dann geht's hier los. Also wir steuern wieder hier wie gewohnt. Boah, meine Fresse. So, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Oh Mann. So. Jetzt kann ich euch das mal ein bisschen langsamer zeigen. Ich hatte zu viele Updates einfach drin. Wir können hier schießen beim Fahren. Und den Hintermann und wir können die halt umfahren. Hier zum Beispiel ihn könnte ich jetzt umfahren oder sie, wenn ich sie treffen würde. Und wenn man nachher so einen Pulk hinter sich rennen hat, dann kann man die auch einfach, weil die laufen immer direkt hinter einem und wenn ich dann so die Spur wechsle, kann ich die auch so gegen das Auto laufen lassen, wodurch ich die dann auch töten kann. Oder ich kann sie halt, wenn sie jetzt so hinter mir laufen, abschießen einfach. Ja, ich hatte definitiv zu viele Updates drin. Das war zu heftig für mich. Und da gibt es halt auch immer diese Schanzen. Und ich kann auch hier Turbo machen. Und dann kann ich natürlich gegen Auto fahren. So, also so viel dazu. Ihr habt schon gesehen, ich bin echt nicht so gut da drin. Und ja, wir bekommen hier halt immer wieder Geld, wenn wir so eine Fahrt hier gemacht haben. Und wie lange wir das, diese ganzen Sachen bekommen, wir halt eher immer angezeigt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese App. Und ich verstehe auch nicht, wieso ich so viel Geld habe. Das muss irgendwie ein Bug sein. Naja. Und somit kommen wir dann auch zur nächsten App.
So, das ist die App Rail Racing. Und ihr seht schon, das ist hier wieder nett animiert. Und das soll zum Beispiel so eine kleine Achterbahn sozusagen sein. Carrera-Bahn ist das richtige Wort. Und wir können das im Multiplayer, Singleplayer spielen. Und es gibt halt einen Shop, in dem man sich neue Autos kaufen kann. Und wir spielen mal den Singleplayer. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen gespielt. Spielen wir mal, was ich, Map 4. Da können wir unser Auto hier auswählen. Oder irgendwelche Boosts und Extra-Grip und so. Und ja, wir sind einfach ein Carrera-Auto, das wir steuern können. Wir müssen dabei Gas geben und können halt immer die Spur wechseln und auch andere Autos so rausschubsen. Und dann gibt es diese Nitro-Streifen, die ihr gerade schon gesehen habt. Oder hier zum Beispiel. Und dann gibt es diese Bremsstreifen, die ihr jetzt hier auch gerade gesehen habt. Die sollte man natürlich nicht benutzen, weil die einen halt bremsen. Aber irgendwie benutze ich die immer. So. Können wir gleich nochmal spielen, Map 6. Man kann halt die Autos, also die Gegner, bremsen, indem man sie halt tackelt, also aus der Bahn schubst. Und man darf halt nicht aus der Bahn fliegen. Aber das ist ja irgendwie logisch beim Carrera. So, jetzt läuft es ja schon ein bisschen besser. Ich bin Dritter. Und ich lasse halt keinen mich überholen oder versuche es zumindest. Weil wenn ich Dritter werde, dann habe ich gleichzeitig die nächste Bahn freigeschaltet. Das ist ja natürlich mein Ziel. Oh, jetzt bin ich sogar Zweiter. Jetzt nicht mehr. Aber das reicht jetzt auch. Jetzt kriege ich einen Stern und jetzt könnte ich die nächste Map halt spielen. Also das Spiel ist eigentlich ganz niedlich. Gestaltet so ein bisschen, kommt man da wieder ins Kindheitsfeeling, wo man Carrera-Bahn fahren musste oder wollte. Also eigentlich ist es, wie ich, ziemlich nett, sonst wäre es ja auch nicht hier. Und ich finde es irgendwie, man könnte hier eigentlich noch sowas einfügen, dass man sich so den Startplatz irgendwie freispielen kann. Und das hier ist auch schon ziemlich nett jetzt gemacht mit diesem kleinen Häuschen hier, wo wir durchgefahren sind. Also die ganze Animation, das fahren wir über dieses Bett, das ist wirklich nett gemacht. Sehr kinderfreundlich. Aber ich krieg immer die Nitro-Streifen nicht, ich bin von meiner Reaktion zu langsam. Und das ist ja jetzt auch erst die erste Welt mit den Oldtimer-Autos und dann geht es halt noch weiter, dass es andere Welten gibt, die ja halt mit Rennautos dann. Oh, ich weiß, ich bin Erster, so goldig. Ich sage in letzter Zeit so oft goldig, aber ich bin... Okay. So viel zu dieser App und jetzt kommen wir noch zu zwei etwas anders aufgebauten Apps. Ja, und zwar ist das Quizduell. Und ich denke mal, die App kennen die meisten schon, weil die in letzter Zeit echt so gehypt wird. Die ist auch in den Charts bei den, bei den besten Apps kostenlos und kostenpflichtig. Beides mal ganz auf Platz 1. Und hier werden dann immer in 6 Runden jeweils 3 Fragen gestellt aus einem Themenbereich. Und das kann man halt gegen Freunde dann spielen. Wir können das einmal aus Spaß machen, man hat immer eine bestimmte Zeit. Jetzt hat mein Gegner jetzt die Kategorie ausgesucht, zum Beispiel Musik und Hits. Und wenn ich da draufklicke, geht's los. Welches Mitglied der Bee Gees lebt noch? Keine Ahnung. Also bei Musik und Hits habe ich echt keine Ahnung. Da muss ich einfach raten. Und habe auch Glück. Wie lautet das Pseudonym der Band Die Toten Hosen? Also sowas weiß ich echt gar nicht.
Naja. Und wir sehen auch immer, was der Gegner getippt hat. Welche Band veröffentlichte die Songs Kings of Metal, Heil the England, Pleasure Slave? Also das Einzige, was ich kenne, ist jetzt das. Und das hat mein Gegner, der heißt auch Julian, auch getippt. Deswegen ist dann da der Name aufgekommen. So, jetzt sehen wir das Ergebnis und Werbung, weil es kostenlos ist. Mein Gegner hat jetzt alles falsch gehabt. Und ich habe 1 und jetzt sehen wir den aktuellen Punktestand ist 4-2, also ich habe 4 Fragen richtig, er 2 richtig und wenn das jetzt die 6. Runde wäre, hätte ich halt gewonnen und würde Punkte kriegen für meine Statistik. Und jetzt bin ich halt an der Reihe mit der 3. Runde und da darf ich dann die Kategorie auswählen unter Glaube und Religion, Sport und Freizeit oder rund um die Welt. Da nehme ich jetzt rund um die Welt. Und das kann man natürlich auch mit Facebook dann verbinden und sieht dann genau, welche Facebook-Freunde alle das Spiel spielen. Und dann kann man sich halt sozusagen ja, zu einem Match verabreden. Auf welchem deutschen Flughafen landet man, wenn man laut ITA-Code nach FKB fliegt? Flughafen Koblenz, Karlsruhe, Baden-Baden. Also ich würde sagen, entweder Karlsruhe oder Koblenz. Ja, okay, es war Karlsruhe. Welches Gewässer trennt England und Irland? Ich würde Ärmelkanal nicht, Pazifik auch nicht. Nelsonsee ist, denke ich, nicht. Weiß ich nicht, kann aber auch sein. Irische See, würde ich jetzt sagen. Ja. Also ich mache das meistens im Ausschlussverfahren, wenn ich nicht genau weiß. Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaat Missouri? Ja, also manchmal habe ich auch wirklich keine Ahnung. Und jetzt wird halt dem Julian, gegen den ich jetzt gespielt habe, eine Nachricht geschickt. Hey, der andere Julian hat gerade das Quiz gespielt, du bist jetzt wieder an der Reihe, dann kann er das wieder weiterspielen. Und so geht das dann halt hin und her und zum Schluss wird dann halt der Gewinner gekürt, der am meisten Fragen hat und dann kann man ein neues Duell anfangen. Und so summiert sich das dann halt und dann kann man halt gucken, wie viele Siege man hat und das sieht man dann halt in den Statistiken. Und ja, so viel zu dieser App. So, die letzte App ist Tic-Tac-Ticks. Und das ist an Tic-Tac-Toe angelehnt. Und es ist einfach ein bisschen, ja, schwieriger gemacht. Und ich hatte jetzt hier schon irgendwie so ein Spiel angefangen, gegen irgendeinen random Gegner. Und am Anfang darf man, also ich zeige euch das jetzt mal hier. Man hat halt nicht dieses ganz normale 3x3 Feld, sondern halt 9x9. Und das ist halt so ähnlich wie Sudoku, so aufgeteilt immer in 3x3 Abschnitte. Und am Anfang darf man 9 setzen. Also 9 beliebige Felder darf man halt setzen. Danach ist das immer pro Zug ein Kästchen. Und wir sehen jetzt hier, dass die Emanuele, gegen die ich jetzt hier spiele, keine Ahnung wer das ist, hier oben links schon auf jeden Fall ein Tic-Tac-Toe kriegt, weil da kann ich jetzt auch nichts mehr dran verhindern. Und sie hat aber ausgewählt, welches dieser 3x3 Kästchen ich jetzt nur benutzen darf. Das darf ich auch gleich. Und zwar da, wo diese Kästchen so rausgehoben sind, unten links. Da darf ich jetzt setzen. Und da setze ich jetzt natürlich hier. Dann tippe ich einmal da drauf. Und dann muss ich es noch bestätigen. Und dann habe ich mein erstes Tic-Tac-Toe. Das gibt dann halt Coins und mit diesen Coins, die braucht man halt immer, um zu spielen und es gibt dann noch einen Rang und sowas. Also die Coins, dann jetzt habe ich dieses Kästchen sozusagen erobert und wenn ich 3 Kästchen erobert habe, habe ich das Spiel gewonnen. Aber jetzt sehe ich natürlich hier, dass sie jetzt auch gleich, dass sie auch gleich was machen wird und sie muss jetzt halt hier in dem mittleren Kästchen von der unteren Reihe muss sie dann beim nächsten Mal agieren. Also ist eigentlich ganz einfach aufgebaut, so wie Tic-Tac-Toe eigentlich auch ganz einfach ist, deswegen muss ich da nicht viel erklären. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren wieder ein paar Apps dabei, also meine Favoriten sind auf jeden Fall Badland und Dead Ahead, das sind wirklich richtig coole Apps, die machen mir auch schon wieder Spaß. Die werde ich wahrscheinlich heute Abend noch wirklich durchsuchten. Das macht mir wirklich Spaß und ihr könnt ja mal eure Favoriten schreiben und ihr könnt mir natürlich Feedback geben und App-Vorschläge. Sonst sehen wir uns einfach nächste Woche Samstag wieder.
Bis dahin viel Spaß. Ach ja, und eine Sache noch, wenn ihr noch zuschaut, geht bitte nochmal auf meine Facebook-Seite und liked. Also ich wollte da ja immer so News machen und ich habe erst 17 Likes und das ist, finde ich, immer noch relativ wenig. Und dafür lohnt es sich einfach noch nicht, weil wenn ich dann da irgendwas poste, dann antwortet da einfach keiner drauf und dann komme ich mir immer dumm vor. Deswegen brauche ich wirklich eure Unterstützung, liked's, damit helft ihr mir wirklich und ich mache da keinen Scheiß, poste keinen Spam, sondern nur wirklich interessante Sachen. Ja, also jetzt sage ich aber wirklich Tschüss, bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.